Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map Two Rivers. Und ich habe wieder einige Mods hier in das Spiel eingefügt und die werden wir alle sehr wahrscheinlich hier auch in dem Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft verwenden. Ja, dann würde ich sagen, stelle ich euch doch kurz mal die Mods vor, beziehungsweise zeige euch mal die Mods, die ich, hier ins Spiel eingefügt habe, die wir jetzt dann in nächster Zeit im weiteren Verlauf von dem Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft auch hier in diesem Let's Play verwenden werden. Also dann gehen wir mal geschwind in den Shop und direkt mal zu dem Bereich Mods. So, und zwar beim ersten Mod, den ich hier noch hinzugefügt habe, handelt es sich um einen Mod von einem Harvester und zwar vom Ponzo Scorpion King. Um hier zu dem zu kommen hier im Shop, gehen wir unter Forstgeräte, hier etwas weiter nach hinten und da haben wir ihn hier, den Ponzo Scorpion und einmal den Scorpion Crawler, die sind beide da in dem Pack dabei, was ich gedownload habe, und noch der Ponzo Buffalo und der Buffalo Crawler sind da dabei. Die eine Version hier vom der Ponzo Scorpion, der ist einfach nur, da sind die Räder so ohne Ketten, und dann gibt es hier den Scorpion Crawler, da sind die Räder mit Ketten, und gleiches beim Ponzo Buffalo. Beim Ponzo Buffalo sind die Räder hier ohne Ketten und beim Buffalo Crawler sind die hier so mit Ketten. So, das ist der eine Mod, den ich hier eingefügt habe. Dann habe ich noch einen weiteren Mod eingefügt, den ihr vielleicht eben schon gesehen habt, als wir hier zu dem Ponzo Scorpion King gegangen sind. Müssen wir mal gucken, ob wir auch den Ponzo Buffalo dann hier mal im Let's Play verwenden, aber den Ponzo Scorpion King auf jeden Fall und wahrscheinlich dann den aber ohne Ketten, weil ich finde ihn ohne Ketten irgendwie cooler. So, genau, und dann habt ihr vielleicht eben auch noch einen weiteren Mod gesehen, den ich hier ins Spiel eingefügt habe, und zwar ist es ein sogenannter Skidder, und zwar ein John Deere 548H. Und dieser Mod wurde mir von einigen von euch empfohlen, und zwar von Max Meyer, Daniel Meire und Mr. Muppes. Ich hoffe, ihr habt eure Namen alle richtig ausgesprochen. Also vielen, vielen Dank an euch, weil es ist echt ein richtig geiler Mod. Vielen Dank für eure Empfehlung von dem Mod. Also vielen Dank für eure Empfehlung. Genau, und zwar handelt es sich dabei um diesen Mod hier, wie gesagt, um den John Deere 548H. Und das ist ein sogenannter Skidder. Und der ist also dazu da, um Langholz sozusagen aus dem Wald, aus dem tiefen Wald hervorzuholen. Also zum Beispiel fällen wir jetzt einen Baum mit der Kettensäge, entasten den und dann ist er noch so ganz am Stücken. Wir haben es jetzt ja immer so gemacht, dass wir mit dem Steier reingefahren sind, den dann unterteilt haben mit der Kettensäge und dann im Steier immer die einzelnen Baumstämme rausgefahren haben zum Jenshacker oder halt dann in den Holzcontainer. Und da haben wir jetzt so einen Mod, was ich auch schon mal angesprochen habe, dass ich unbedingt mal so ein Gerät haben will, wo man so die Baumstämme noch am Stück aus dem Wald rausziehen kann, so wie es auch beim Forstmod dabei war für LS13. Und hier haben wir jetzt sogar so einen Selbstfahrer sozusagen, der noch ganze Bäume sozusagen aus dem Wald, aus dem tiefen Wald rausziehen kann. Und genau, also wir können dann halt einen Baum fällen, entasten. Und dann seht ihr, hat er da hinten so einen Haken, so einen Kran so dran. Und genau, da können wir dann den Baum, den wir gefällt haben, damit greifen. Und dann können wir den rausziehen, den Baum sozusagen, also können dann rausfahren aus dem Wald. Also beziehungsweise da aus dem tiefen Wald raus, dann auf dem Waldweg oder so. Und da den Baum dann hinlegen, da dann unterteilen und dann dort den Baum dann mit der Poltergabel aufnehmen und dann halt an die Baumstämme dann an die Bestimmungsorte sozusagen bringen. Also entweder zum Holzcontainer oder zum Jenshacker. Also auf jeden Fall richtig, richtig cooles Gerät. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass es diesen Mod jetzt hier gibt, dass da jemand hier einen Mod gemacht hat von einem Fahrzeug, was halt so ein Skidder, der halt noch ganze Bäume da aus dem Wald rausziehen kann. Und vielen, vielen Dank an euch, wie gesagt, für die Empfehlung von dem Mod. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Mod. Und dann kommen wir weiter zum nächsten Mod. Und zwar handelt es sich dabei um einen Traktor. Also gehen wir mal kurz hier zu Traktoren. Und zwar ist er auch gleich hier am Anfang von der Auflistung der Traktoren. Und zwar hier vom John Deere. Und zwar habe ich jetzt einen Mod vom John Deere 7280R. Auch ein richtig, richtig cooler Traktor, gefällt mir sehr gut. Der Mod wurde richtig gut umgesetzt. Klasse Texturen, sieht super aus, werdet ihr dann auch mal sehen, sobald wir den uns halt dann hier im Let's Play kaufen werden. Dann habe ich noch einen weiteren Mod jetzt hier ins Spiel eingefügt, und zwar ist es der Mod Drive Control. Und zwar wurde mir der empfohlen von Vanessa Weingärtner und Tim Bessler. Also vielen Dank an euch, weil es auch ein richtig guter Mod, und den brauchen wir unter anderem auch hier für den Mod vom John Deere 7280R. Bevor ich weitermache mit dem nächsten Mod, beziehungsweise ist eigentlich nur noch ein Mod, den kann ich euch noch kurz zeigen, den ich noch hier eingefügt habe. Und zwar ist der unter Dollys, und zwar habe ich hier von zwei Krüger-Sieger, also Krüger-Sieger-Duo und Sieger-Uno, davon Mod hier ins Spiel eingefügt, also von einem Dolly. Also das kann man dann zum Beispiel an der Anhängerkupplung vom Traktor anhängen, und da kann man dann
Sattelauflieger genau sozusagen mit einem Traktor ziehen. Das werden wir dann hier nutzen, wenn wir unter, wo haben wir es? Das ist dann unter normal, also hier normale Kategorien und Standardfahrzeugen. Da haben wir hier einen Tieflader und den werden wir dann benutzen, um den Ponzi Scorpion King dann, also dann den Harvester dann zu transportieren, weil ich nicht davon ausgehe, dass der auf der Straße fährt. Und genau, da nehmen wir halt dann, dafür habe ich jetzt hier halt noch den Mod mit den Dollys, wo wir halt dann entweder den Zweiachser oder den Einachser nehmen, müssen wir mal gucken. Und den können wir an den, also den Einachser oder Zweiachser Dolly, den können wir dann an den Traktor anhängen. Und da können wir halt dann über den Dolly so einen Tieflader an den Traktor anhängen und damit ziehen. Müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht jetzt auch schon gleich kaufen, wenn wir uns den Skidder kaufen. Den werden wir uns nämlich jetzt auch gleich als nächstes hier im Spiel kaufen, also den John Deere 548H. Also wie gesagt, eine richtig, richtig coole Maschine, um dann halt da die ganzen Bäume noch aus dem Wald rauszuziehen. Genau, und den würde ich eigentlich auch gerne mit so einem Tieflader transportieren, da ich auch nicht so wirklich davon ausgehe, dass der auf der Straße fährt, beziehungsweise ich weiß es nicht ganz genau, aber da wir den Tieflader eh bald brauchen und ich glaube, der ist eigentlich ganz gut, wenn man den Skidder da, weil der so ein großes Gefährt und so, ich gehe eher mal davon aus, dass der auch mit dem Tieflader so transportiert werden muss. Ich weiß es nicht, falls ihr es wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob der auch so auf der Straße fahren kann oder nicht oder ob man dazu zwingend einen Tieflader braucht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es wisst, dass ihr es bitte mal in die Kommentare schreibt. Genau, und so viel zu den Mods, die habe ich alle eingefügt und da zeige ich euch jetzt erst nochmal kurz den Mod Drive Control hier beim Fendt. Und zwar ist dieser Mod Drive Control sozusagen jetzt bei allen Fahrzeugen, die wir jetzt hier verwenden, also die wir jetzt verwenden und dann weiterhin hier verwenden, sozusagen verbaut. So, und zwar, genau, handelt sich bei dem Mod Drive Control um folgende, der hat folgende Funktionalitäten, beziehungsweise folgende Funktionen. Und zwar, habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt, als wir hier eingestiegen sind, ist der, also ich werde euch nicht alle Funktionalitäten, weil der hat sehr viele vorstellen, aber schon einige. Und zwar habt ihr vielleicht schon gemerkt, ist der Traktor nicht angegangen, als wir eingestiegen sind. Und das ist schon eine Sache, die hier beim Drive Control Mod dabei ist sozusagen. Und zwar müsst ihr jetzt jedes Fahrzeug manuell starten. Das macht ihr, indem ihr hier die Enter- bzw. Eingabetaste gedrückt haltet. Dann werdet ihr unten, seht ihr noch das Batteriesymbol da unten rechts in der Anzeige. Also das oben rechts über der Geschwindigkeitsanzeige ist das Batteriesymbol. Ich drücke jetzt mal Enter, dann kommt das Vorwärmensymbol, da wird gleich so eine Heiz, so sieht es aus. Und dann geht der Traktor auch an. Jetzt Vorwärmen, genau, das war dieses orange Symbol und jetzt läuft er. So, dann ist immer auch die Handbremse bei den Traktoren gesetzt. Da müssen wir, um die zu lösen, Steuerung plus Leertaste drücken. Dann ist die gelöst. So, dann seht ihr noch links diesen grünen Pfeil. Der steht für die sogenannte Wendeschaltung. Und zwar, wenn er nach oben zeigt, also gerade nach vorne, dann können wir nur vorwärts sozusagen mit dem Traktor fahren. Wenn wir jetzt S drücken, dann bremst er, aber wenn wir dann stehen, fährt er nicht rückwärts. Ohne den Drive Control Mod, also standardmäßig hier im Spiel, ist es ja so, dass wenn ihr mit dem Traktor vorwärts gefahren seid, angehalten habt und dann S drückt, dann weiter S drückt, fährt der Traktor hier nach hinten. Und das ist jetzt halt hier nicht mehr so. Wenn wir halt den Pfeil nach vorne haben, dann fährt er vorwärts und wenn wir S drücken zum Anhalten und dann stehen und wir weiter S drücken, fährt er nicht mehr nach hinten. Um dann aber rückwärts zu fahren, wenn wir das machen wollen, müssen wir hier die Leertaste drücken. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier die IC-Control immer anschalte. Warte mal, was wir jetzt mal machen. So, ne, jetzt ist schon wieder an die IC-Steuerung. Verdammt, das können wir jetzt fahren. Doch, genau. Warte mal, ich gehe nur kurz andere Ansicht. So, genau, jetzt ist der Pfeil nämlich nach unten. Mit der Leertaste switcht er hin und her, vorwärts, rückwärts. Und dann, wenn wir jetzt W drücken, fahren wir rückwärts. Und wenn wir S drücken, halten wir an. Genau, und bleiben stehen und fahren. Und dann, wenn wir S drücken, können wir halt nicht rückwärts fahren, sondern nur mit W über Gas geben, fahren wir rückwärts. Wenn ihr aber diese Wendeschaltung nicht haben wollt, muss man gucken, wie oft ich das dann jetzt mache, was ich euch jetzt erzähle. Und zwar könnt ihr die auch deaktivieren. Mal gucken, wie oft ich die deaktivieren werde. Müssen wir mal schauen. Vielleicht, wenn wir oft vor zurückfahren, deaktiviere ich die vielleicht auch ab und zu mal. Und zwar müsst ihr dazu einfach länger die Leertaste gedrückt halten, bis der Pfeil verschwindet. So ist er weg. Und jetzt könnt ihr, wie es normalerweise standardmäßig hier in LS15 ist, halt die Fahrzeuge fahren, also auch mit S dann halt rückwärts, mit W vorwärts. Das heißt, sobald ihr vorwärts fahrt, mit S angehalten habt und dann, also dann angehalten habt und dann weiter S drückt, dann fährt er wieder rückwärts. Genau, dann könnt ihr zum Beispiel noch die Gasannahme und die Gasannahme steuern. Dann zeigt ihr euch unten rechts auch noch zum Beispiel die Betriebsstunden an. Was wir zum Beispiel auch noch machen, was jetzt hier auch noch bei dem Mod so ist, dass jetzt alle 4x4 Traktoren, also alle Traktoren, die ein 4x4 Fahrwerk sozusagen haben, 4x4 Antrieb. Bei denen ist es so, dass die, wenn man nichts Besonderes einstellt, die einfach nur mit Hinterradantrieb fahren. Also aktuell
wird die ganze Kraft vom Motor jetzt hier beim Fendt nur auf die Hinterachse übertragen. Also der fährt aktuell nur mit Hinterradantrieb. Wenn wir jetzt aber wollen, dass er mit Allrad fährt, zum Beispiel wenn man auf dem Feld fährt oder so, beim Pflügen oder so macht man das glaube ich an oder beim Krubben, dann müsst ihr Shift plus 4 drücken, dann seht ihr ja dieses Symbol. Und das steht dafür, das gelbe Symbol jetzt da über 205 Liter, also über der Tankanzeige, das steht dafür, dass wir jetzt aktuell den Allradmodus anhaben. Also jetzt wird die Kraft auf alle vier Räder übertragen. Und dann könnt ihr noch was mit der Differentialsperre einstellen. Die könnt ihr mit Shift 5 und Shift 6. Ich weiß jetzt nicht, eine ist für Vorderachse, eine für Hinterachse. Ich weiß nicht genau, welche jetzt für welche ist. Hier steht er. Jetzt kann man, glaube ich, gut erkennen. Genau, also Shift 5 ist für die Differentialsperre an der Vorderachse zum Anschalten und Shift 6 ist für die Differentialsperre an der Hinterachse. Genau, und das war eigentlich so das meiste, was ihr hier mit dem Drive Control Mod alles steuern könnt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ihr könnt auch nochmal alles komplett nachlesen, was ihr hier mit dem Drive Control Mod, also was ihr alles für Funktionen habt, findet ihr auch auf ModHoster. Genau, unter der, also von der Seite, also ModHoster und dann halt in dem Bereich da von der Seite von dem Mod von ModDrive Control. Genau, was jetzt hier halt auch richtig cool ist, wir können jetzt hier den Jenshacker anhängen, weil der, wir haben jetzt den Motor laufen und wenn wir aussteigen, seht ihr, geht der Motor auch nicht aus, da wir den jetzt immer manuell an- und ausschalten müssen. So, und jetzt können wir dann zum Beispiel den Jenshacker anmachen. Erstmal aufklappen natürlich. Können wir den Jenshacker hier anschalten. So. Und wenn wir jetzt aussteigen, seht ihr, läuft der Jenshacker ganz normal weiter. Weil der Motor vom Traktor her läuft, läuft auch die Zapfwelle und damit wird auch hier der Jenshacker angetrieben. Und das ist richtig, richtig cool. Weil so können wir dann hier auch mit dem Steier und dem Frontlader dann hier, wir haben es ja ab und zu immer so gemacht, dass wir hinten so die Baumstämme draufgelegt haben. Also nicht mit dem Kran, sondern hier mit dem Frontlader. Und so können wir das jetzt auch machen, ohne dass wir aus dem Traktor rausgehen müssen, dass die Baumstämme hier dann gehäckselt werden. Also wir können hier mit dem Frontlader dann hier, können wir das dann hier aufladen, den Baumstamm hier dann auf den Jenshacker aufladen, ohne dass wir erst überhaupt wieder in den Fendt reingehen müssen und dann halt darüber den Jenshacker aktivieren müssen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall richtig, richtig cool. So, genau, so viel zu den Mods. Das waren jetzt, wie gesagt, alle, also einmal der Harvester, Ponzi Scorpion King, der Skidder John Deere 548H, der John Deere 7280R, also der Traktor, einmal der Mod Drive Control, den ich euch eben jetzt noch von den Funktionalitäten her erklärt habe, und die Krüger Sieger Dollies, genau, einmal das Uno und einmal das Duo, glaube ich, also einmal Einachser und Zweiachser. So, und wir werden uns jetzt gleich auch wieder mal eine neue Maschine zulegen, und zwar unter dem Bereich Forstgeräte ist so, und wie gesagt, werden wir uns jetzt als nächstes diesen Skidder zulegen und danach gucken wir mal, was wir uns dann als nächstes zulegen. Ich habe ja gesagt, dass wir uns relativ bald jetzt auch den Scorpion King, also den Harvester zulegen. Mal gucken, ob wir das dann danach machen oder ob wir uns danach jetzt nochmal einen neuen Traktor kaufen oder so, gucken wir einfach mal. Aber jetzt kaufen wir uns erstmal hier den John Deere 548H. So. Der gehört jetzt uns, wunderbar, er steht beim Händler und ja, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt gleich auch noch so einen Dolly. Nehmen wir ruhig den Zweiachser, wobei der ist einiges teurer. Aber wir können es eigentlich leisten, ja komm, wir nehmen den Zweiachser lieber. Und dann gehen wir unter, hier die ganz normalen Standardfahrzeuge und kaufen uns noch den Tieflader, um den Skidder zu transportieren und dann auch später dann mit den Ponzi Scorpion King. So, und da fahren wir jetzt mit dem Fendt jetzt erstmal zum Händler und holen dort alle Maschinen ab. Genau, haben wir wieder schönen großen Einkauf hier gemacht, freut sich der Händler, wir freuen uns auch über die neuen Maschinen. Genau, also ist echt richtig, richtig coole Mods, tolle Mods habe ich jetzt hier noch hinzugefügt und vielen, vielen Dank nochmal an euch, die mir hier den Skidder und einmal an die beiden, die mir hier den Drive Control Mod empfohlen haben. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich finde es eigentlich auch ganz gut mit dem, besonders hier mit dem Anschalten und so, auch hier mit der Handbremse ist eigentlich auch nicht schlecht, finde ich. Aber besonders mit dem Anschalten hier vom Motor und so, dass man den halt manuell starten muss, dass man, wenn man aussteigt, der auch an ist, was wir besonders gut für den Jenshacker halt nutzen können, ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Mod. Aber Gasannahme und so. Und dann ist da rechts, seht ihr einmal unten, links ist mit der Gasannahme die Einstellung. Und rechts daneben ist noch was für, ich weiß nicht, also was mit Getriebe, aber ich weiß nicht genau, wie das der Fachbegriff dafür ist. Und das sind eigentlich, glaube ich, sogar dann auch schon alle Funktionalitäten vom Drive Control Mod. Genau, das Getriebe hatte ich irgendwie noch vergessen und sonst, glaube ich, habe ich sogar alles erwähnt. Aber wie gesagt, wenn ihr nochmal alles nachlesen wollt zum Drive Control Mod, geht auf ModHoster, dort zum Drive Control Mod und da findet ihr dazu eine komplette Auflistung, was der Drive Control Mod alles kann, was er alles für Features hat. Genau.
Und ich muss halt mal gucken mit der Wendeschaltung, ob ich die jetzt immer anmachen werde. Aber dann fahren wir dem jetzt gleich mal hinterher, ne? Genau, ich fahre jetzt nämlich hier geradeaus drüber. Genau, dann kommen wir direkt zum Händler. Genau, mit der Wendeschaltung muss ich mal gucken, weil wenn wir dann immer im Wald zum Beispiel mit dem Steier immer vor, zurückfahren und so, um dann halt einen Baum aufzunehmen und so weiter, da mache ich die Wendeschaltung eigentlich immer dann wahrscheinlich aus, weil sonst müsste ich da immer wieder Tag, Tag, Zack, Zack, Leertaste, 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 Leertaste drücken. Und das wäre mir schon irgendwann ein bisschen zu nervig, dann immer die Leertaste zu drücken. Deswegen finde ich es auch ziemlich cool beim Drive Control Mod, dass man hier noch die Möglichkeit hat, da diese Wendeschaltung auch auszuschalten. Also ist auch richtig cool, dass man nicht zwingend die benutzen muss, sondern halt die auch noch über die Leertaste ausschalten kann. Genau, kann man selber entscheiden, wann man sie benutzen will und wann nicht. Und wie gesagt, ich muss halt mal gucken, wann ich sie benutzen werde. Aber zum Beispiel, wenn wir immer hin und her fahren mit dem Steier und da immer hin und her rangieren, um halt einen Baumstamm zum Beispiel aufzunehmen oder irgendwo abzuladen, dann werden wir die Wendeschaltung garantiert nicht anhaben. So, dann einmal ankuppeln. Achso, ja, und die Gasannahme und so werde ich auch immer auf 100% lassen wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, vielleicht ändere ich es, mache ich auch ab und zu mal ein bisschen was anderes, aber meistens wahrscheinlich auf 100%. So, wir kuppeln erstmal den Tieflader an, fahren dann in eine bisschen andere Stellung, dann steigen wir um in den Skidder, fahren den auf den Tieflader, kann ich euch den mal ganz kurz vorführen. Ihr seht schon von hier, echt, der sieht richtig geil aus, auch die Texturen und alles, richtig, richtig gut. Ja, und ihr habt vielleicht gelesen, dass es noch eine Beta ist. Und es ist in dem Sinne noch eine Beta, hat der Modder auch auf die Seite da auf ModHoster geschrieben. Also unter der Mod-Seite sozusagen, also da wo halt der, genau, auf ModHoster und dann halt bei dem Mod, hat er dazu geschrieben, dass es eine Beta ist aus dem folgenden Grund. Und zwar, weil er noch gerne zum Beispiel eine Seilwinde, also noch ein paar Sachen an den Skidder dranbauen will, wie zum Beispiel eine Seilwinde. Genau, gucken wir mal, was der Modder da noch alles an den Skidder dran baut. Mal gucken, ob wir den dann auch. Den werden wir dann wahrscheinlich, wenn nicht, wenn eine neue Version rauskommt, mit der Seilwinde oder so, ist wahrscheinlich auch richtig cool. Werden wir den wahrscheinlich dann auch hier verwenden im Let's Play. So, wunderbar. Der Anhänger ist angekuppelt. Wir haben den Motor angelassen. Machen wir mal kurz aus. So, einmal kurz Leertaste gedrückt und aus die Maus. Fertig ist es. Motor ist aus. So, dann fahren wir dann jetzt mal gleich auf den Tieflader. Wobei, nee, erst zeige ich euch mal kurz hier, wie der aussieht. Also ihr seht hier echt die Texturen 1A. Das sieht so geil aus bei dem. Und ihr könnt hier, warte mal. Mit, starten wir erstmal den Motor. Gedrückt halten. Wunderbar, da läuft er. Handbremse auch aus. So. Na, ihr könnt hier die Türen öffnen. Jetzt frage ich mich nur gerade, wieso bei mir irgendwie wieder, bei mir funktionieren gerade, also geht gerade irgendwie nicht Numpad 8 und Numpad 7. Dann hoffentlich an dem nächsten Teil kann ich euch zeigen, könnt ihr hier auch Ketten an die Räder dran machen und ihr könnt halt hier auf der rechten Seite die Tür öffnen. Numpad 9 geht bei mir, Numpad 8 und 7 irgendwie gerade nicht. Also es funktioniert, ich habe es vorhin, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, als ich den Mod eingefügt habe, da hat es funktioniert mit den Ketten anbringen. Jetzt irgendwie nicht, wahrscheinlich wenn ich das Spiel nochmal neu starte, dann geht es danach. Genau, Ketten könnt ihr noch anbringen und hier die Tür auf der Seite, wo wir jetzt gerade auf den Skidder hier drauf schauen, auch öffnen. Genau, dann können wir den Kran hier hinten, wo wir halt dann den Baum dann anhängen, runter und hoch machen. Wir können den Greifer hier nach links und rechts drehen und halt natürlich auch auf und zu machen. Das ist schon ein riesiges Ding. Guckt euch mal hier diese Greifzangen da an. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und hier vorne haben wir noch die Möglichkeit, genau hier das Schild da vorne runter zu machen. Genau. Und jetzt fahren wir aber auch einmal da hoch auf den Tieflader. Ja, ich meine eigentlich nicht, dass so das Fahrzeug hier wahrscheinlich so auf der Straße fahren kann, weil es hat ja auch gar nicht so irgendwie die benötigten Beleuchtungen wie Blinker, Bremse, Rückleuchte und sowas. Jetzt muss ich hier wieder rückwärts gehen. Wenn ich die Wendeschaltung anhabe, muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil ich da vorhin noch nie damit gefahren bin. Deswegen habe ich mich auch gerade gewundert, wieso er nicht rückwärts gefahren ist. So. Ich lasse jetzt mal an beim hier drauf fahren. So, mal gucken, dass wir da hochkommen. Der ist schon ganz schön breit. Nee. Oder am Ende, wenn er hier nicht hochkommt, dann ist natürlich auch ein bisschen blöd. Machen wir mal Allrad an. Shift 4. So, da kommen wir runter. Und probieren wir es nochmal. Ich mache jetzt mal die Wendeschaltung aus. So, aus ist er. Und ist nochmal drauf. Wenn wir nicht drauf kommen, dann müssen wir halt so auf der Straße fahren. Aber den Ponzi Scorpion King, den können wir dann da drauf transportieren. Dann behalten wir den Tieflader, fahren ihn halt zum Hof. Aber wenn wir hier immer abrutschen, wenn der nicht breit genug ist, der Tieflader, dann ist es auch ein bisschen doof.
Nee, Leute, es sieht nicht so gut aus. Ich glaube, wir schaffen es nicht, da hochzukommen. Doch ein Tick zu breit, das Gefährt hier. Noch einen Versuch starten wir jetzt. Und wenn nicht, dann fahren wir den Tieflader zum Hof und nutzen halt dann für den Ponzer Scorpion King, aber... Wahrscheinlich sind wir auch viel schneller, wenn wir den Ponzer Scorpion King mit dem Tieflader transportieren. Seht ihr, das ist jetzt schon wieder ein bisschen... Das war da zu weit, das ist jetzt fast da schon zu weit. Komm schon! Nee. Okay, dann lassen wir es, Leute. Dann fahren wir den mit dem. Fahren wir den jetzt so über die Straße. Fahren wir gerade noch den Tieflader weg. Genau. So, Klappe einmal hoch. Motor wieder starten. Jetzt läuft ja bei dem Skidder noch der Motor. Naja, egal. So, und dann fahren wir einmal mit dem Tieflader zum Hof. So, genau. Und da können wir halt dann den Ponzer Scorpion King, den Harvester, mit transportieren. Uiuiui, da driftet der Fendt aber schon ein bisschen schon. Da müssen wir am besten wahrscheinlich dann irgendwie nochmal ein Gewicht, genau, da müssen wir auch noch, muss ich auch nochmal gucken nach einem gescheiten Gewicht dann hier für den Traktor. Nehmen wir ein schönes, schweres Gewicht, irgendwie 2, 3, 4 Tonnen. Uiuiui, weil der rutscht da doch schon ganz schön. Genau, stellen wir einfach bei uns auf dem Hof ab und nutzen halt dann, sobald wir halt dann das passende Fahrzeug haben, was auch damit transportiert werden kann. Also der Ponzer Scorpion King habe ich schon mal geschaut, der kommt, kann auch auf jeden Fall dann da drauf. So, und zum, fahren wir jetzt noch zum Hof und dann würde ich sagen, ist danach, wenn wir den Tieflader am Hof abgestellt haben, auch der Teil schon wieder zu Ende. Im nächsten Teil bringen wir dann das Gitter in den Wald und genau, machen dann weiter mit unseren Forstarbeiten hier auf der Two Rivers, auf der Map Two Rivers. Erwirtschaften weiter Geld, dann müssen wir mal gucken, ob wir uns als nächstes jetzt dann den Harvester kaufen, also ob wir auf den Harvester sparen oder ob wir dann als nächstes uns den John Deere 7280R kaufen, weil den würde ich auch sehr gerne hier verwenden, weil das ist auch ein richtig geiler Traktor. Also an sich einfach der Mod ist richtig geil, also von den Texturen, von der Verwendung und alles, also von dem, was man damit machen kann. Gefällt er mir richtig, richtig gut. So, dann nochmal hier die kleine Ansteigung zu unserem Hof hochgefahren, wo wir echt schon lange nicht mehr waren, fällt mir jetzt gerade so auf, also wir waren echt schon lange nicht mehr hier auf unserem Hof, muss ich sagen. So. Den stellen wir jetzt irgendwo hier ab, den können wir nämlich schlecht irgendwo reinstellen. Wir stellen uns einfach vor in der Halle, hier vor das Lager, weil wir werden eh jetzt hier in dem Let's Play ja keine Zuckerrüben und Kartoffeln hier ernten. So, dann einmal abkuppeln. Und ja Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle war es auch schon wieder von diesem Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map to Rivers. Wenn euch der Teil gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Und dann, ja, hoffe ich, seid ihr beim nächsten Teil auch wieder dabei, wenn wir dann wieder mit dem Fendt und dem John Deere 548H in den Wald fahren werden und dann dort weiter Bäume fällen werden und dann auch das erste Mal der Skidder dann zum Einsatz kommt, wo wir dann einen Baum fällen werden, irgendwo weiter weg und dann den Baum zum, zu unserer, da wo uns, wo halt der Jenshacker und der Holzcontainer stehen, dahin bringen werden. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Line Gamer 1, ciao.